Hier in Egelenz. Wie fast schon immer haben wir ein bisschen Verspätung. Fahren wir eingewalzt, dann kommen gerade Striche drauf und dann hoffe ich, dass wir anfangen können. Jetzt hier zu unserem Saisonabschluss. Ich habe euch zweimal in der Saison ziemlich zusammenfalten müssen, aber ich habe das nicht gemacht, weil ich Frust habe, sondern dass die Sache besser wird. Damit möchte ich mich für den Ton entschuldigen, aber nicht für die Sache. Und wenn die Sache weiterhin schleicht, dasselbe Spiel wieder, zu Gebot heute. Also, reißt euch bitte zusammen. Thank you.
2000 und weiter. Es begrüßen Sie an dieser Stelle ganz klar die Deutsche Track-and-Track-Organisation. Natürlich begrüßen Sie auch, wie immer, das Track-and-Track Kollektiv. Am Mikrofon heute Herr Weber und mein Kollege der Stefan. Guten Tag zusammen! Liebe Zuschauer, worum es geht? Es geht darum, mit einem Traktor, einem sogenannten Bremswagen, über diese 50 Meter lange Bahn, die hier jetzt steht. Der Laser misst den Bremswagen ein und der Laser ist auch dafür zuständig, dass die Weiten hier optimal gemessen werden. Es ist also aufgrund der Lasermesstechnik möglich, innerhalb kürzester Zeit festzustellen, wie weit ein Traktor den Bremswagen gezogen hat. Der Laser kommt übrigens aus Oldendorf. Das liegt hier im Norden von Deutschland, in der Nähe von Bremen. Und wird gesponsert von Zirkon Blue Line, Vater of Farmers, Rennmann, in der Landwirtschaft oder in der Forstwirtschaft tätig ist und Ersatzteile benötigt, irgendwelche Teile für Fahrzeuge, dann sollte man ihn Landmaschinenfachhandel, ruhig einmal nach Produkten von Zirkon Blue Line fahren. So, aber jetzt geht's los. Erster Start, 350 Kilo Standardklasse, Gordiener und sein Traktor Smokey, 11 Horsepower steht daran, also 11 PS, soll er hier auf die Bahn bringen. Ein Zylinder, die Hinterräder sind gefüllt mit Wasser, um das ganze Ding optimal zu balancieren. Gordiener und Smokey. Der muss steigen, ha? Dass der Gordiener alles tut, um den Traktor optimal in der Bahn zu halten. Da lag er selbst schon ein bisschen seinen Körper geschickt mit dem Gas und da geht das hinaus. Ah. Gordon, Mensch! Wirklich nicht da. Habe ich aber. Ein bisschen Hilfe, 11 PS. Gut. Gleich kommst du nochmal den ersten und den anderen Traktor. Hat aber dann umgerüstet, hat einen neuen sich gebaut bzw. bauen lassen vom Papa. Eigentlich ist er schon ganz gut damit unterwegs gewesen und konnte schon vordere Plätze belegen. Heute heißt es nochmal Punkte sammeln für die deutsche Meisterschaft. Und? Da wurde so aus, als sei nur der Gang herausgesprungen. Gibt's auch bei Großen, ne? Haben wir letztes Wochenende erlebt. Es gibt manche beim Eurocup astronomische Drehzahl der Griffons und dann auf einmal sprang der Gang raus. Also sowas gibt's. Jetzt mal gucken. Was sagt der Papa hier? Komm, chillig, chillig. Was ist passiert? Doch, der Gang raus. So, okay. Zeitliches Getriebe drin. Jetzt ist sie unterwegs mit einem riesigen Schaltgetriebe. Liegt momentan auf Platz 2 in der deutschen Meisterschaft. Jetzt sind wir gespannt, wie weit kommt die Schwenke.
Wie ist das? Mini-Killer. Ja, der Papa zeigt, da musst du herfahren. Ja, die Väter, die sind meist aufgeregt als das Fahrer oder Fahrerin. Beobachten das Ganze von außen gegen Ratschläge. Aber diese Fahrstil hat sie seit zu viel. Immer auf der Suche nach einer optimalen Stelle in der Bahn, die nicht irgendwie aufgewühlt ist, nach einer Stelle, wo sie denkt, da bekomme ich genügend Glück. Aber nein! Nein! Mir ist nicht drin. Und liebe Zuschauer, schauen Sie sich mal die Hinterräder genau an, von diesem hier. Wenn hier hat sie dieses traditionelle Ackerstollen-Profil, dieses Teil. Green Magic Nummer 2. Hat er sich sicherlich verdient. Und unser junger Mann, unser Andrea Chilia. Thank you.
achten Sie mal Ihren Blick auf die Hinterräder, den Profi. Man kann sehr schön erkennen, wenn sich Kraft. Dann läuft er hier die Fahne aufgewendet werden. Und so bremst man sich im Ziel. Denn vorne sind dann immer wieder so die Falten in den Hinterrädern drinnen. Wir haben also ein bisschen Druck aus den Hinterrädern herausgelassen, fahren wir nicht angedruckt, um weit vorne fahren zu können. Wir haben dadurch eine große, relativ große Aufgabe. Der Motor zieht das Ganze. Das ist wirklich eine Frage der Aktion. Wenn du das Motor gehen, die mit dem vernünftigen Motor in den Weiten aufzubauen. Und tatsächlich, das Beste ist, das ist ein Sonderapplaus für den nächsten Bull des Tages. Stellt euch mal vor, die Fox-Leute würden so lange pullen. Das ist der Thomas Laul. Wir haben hier noch was nicht gemeint. Die absolute Beginner. Geschafft hat, von den hinteren Plätzen immer noch weiter nach vorne zu kommen. Immer weiter wurde optimiert und die Gewichtsverteilung optimiert. Da kann man schon sehen, alles Gewicht haben sie nach hinten gelegt, alles kommt nach vorne. Jetzt hat man die Zeitung im Wesentlichen aufgebaut, der geht hierher. Overall, wir werden gleich noch auf einen freien Platz sehen. Wenn wir noch 100 durch, dann geht es ein bisschen schneller, wenn wir hier am Fernsehen sind. Aber wir haben schon einige Züge, die wir hier anfangen, und auch vielleicht weiter zu tun. Wir wollten weiter sein. Aber da sind wir auch wieder.
Mit wirklich allerletzter Kraft.
Zickel. Das ist zählig. Und die anderen noch ein paar Zickel oder Schachschüsse spielen. Auch das Kopf. Beide Zickel sind schon verteilt. Alle können sich auch hoffentlich klingen für das. Weiter als Ziel. Das ist wieder ein bisschen jetzt. Wir sind in jedem Fall schon gekommen. Wesentlich weiter. Eine ganz große Steigerung war das für die Männer. Erst 23 Meter und dann schon den Platz 10 rein. Der Freund Andreas Kilian. Den letzten Versuch hatte er schon. Jetzt haben sie ein bisschen den Luftdruck hinten verändert. Ja, Das soll jetzt so unvoll sein. Ja, ich bin gespannt. Was meinst du, Stefan? Schaffst du das? Er könnte vielleicht mit 20 Stundenkilometern rennen, aber er würde ihn leicht lang gewinnen. Einnahme bestätigt und im letzten Lauf so knapp dran, könnte funktionieren. Kann ich jetzt auch sagen. Ich denke aber, die Bahn.
nicht? Das ist die Buchführung. Kerstin, die Buchführung sitzt da. Ja, dann rausgesprungen. Noch einmal. Nein. Wie gut diese Weite ist. Da müssen wir erst den nächsten gesehen haben. Sollte man müsste Michi Korn vorbeigehen an diesem Gewicht. Nimmt genau die gleiche Bahn wie auch die Vorgängerin Melanie. Wieder hat er beinahe das Kontrollgewicht nach hinten gelegt. Er muss sein eigenes Körpergewicht schon ein bisschen nach vorne verlagern. Und ich erinnere noch mal daran, sie haben ganz klein angefangen am Anfang des Jahres. Und sind jetzt schon vorbei an der Weite der amtierenden deutschen Meisterin. Weit vorbei. Und sieht nach wie vor. Ungefähr 4 Meter weiter, sagst du, weil der Bremswagen 4 Meter lang ist, kannst du das genau beurteilen. 4,20 Meter schätzen, ne? Ich bin gespannt. Stefan, habt ihr schon die Weite vor dem Weg? Geht er vorbei an der bisherigen Bestweite oder nicht? Wir erkennen, wir haben hier den kleinen Gang gewählt. Langsam mehr, vielleicht ist das Zeit bis zum Weiten.
das richtig beurteilen kann, dürfte das bisher Platz 2 sein. Aber da müssen wir natürlich die Laser. Thank you.
Einmal der Daniel und einmal der Frank. Wer das jetzt gerade war, weiß ich nicht. Aber wir bekommen sicherlich noch heraus. So. Die bereitet noch etwas Mühe im Moment. Da gibt es ein Pedal, das diese Kupplung ein bisschen festhalten soll. Da muss man ganz vorsichtig mit umgehen. Sonst wird man nämlich damit den Motor ab. Also das ist problematisch, den zu starten. Das ist ähnlich wie bei einem Superstandard. Bei diesem Fahrzeug, das ist der Modified. Der Motor leistet über 100 PS, habe ich mir sagen lassen. Und irgendwie gibt es da Probleme mit dieser Kupplung. Die Fahrerlage habe ich mich heute länger nicht mehr gesehen. Yeah.
Frank Bartholomew.
So, zum ersten Mal auf Platz 1 in der Saison 2000, wenn das kein Saisonabschluss ist, Melanie Meyer! Steht also nicht mehr ganz oben. So, dritte Klasse, 500 Kilo, muss ich jetzt mit Hose reinnehmen. Dieses Team ist auch schon seit längerer Zeit dabei, aber seit dieser Saison, Saison 2000, ist doch eher mit ihm zu rechnen, hat das Fahrzeug Liebe, sind die wesentlich besser. Ja, kommt er! Jetzt bin ich gespannt. Andreas Kilian, Dream Magic in der 500er Klasse. Das Thema war gegessen. Auf dem Sinn. Lieber einen Landskunde. Oder irgendwie. Vielleicht ein großer Gang. Ich denke schon. Das tun wir overall. Genau passt. Blau und gelb. Thank you.
weit, ja. Das überspringe ich auch. Deswegen mache ich es auch nicht. Ja, in dem Fall ist es mir egal, aber ich bin deswegen auch gar nicht erst angewöhnt.
Dennis Laul. Ist einfach nur so bekannt, also dieser junge grüne Mann hier ist auf Platz 1 in der Meisterschaft. Der nächste, ein super Standard, der besonderen Art, ein Zweizylinder, der astronomisch hochdrehen kann. Aber heute kommt er nicht auf Touren. Da kommt er auf den Kater raus. Also das ist wirklich die Klasse, die ich tue vor Ort. Das passt man, was das sollte. Aber der läuft in jedem Fall. Unnormal, wenn alles heil bleibt hier, ne? Kann man nicht sagen, wir sind gut, aber wohl dieses Jahr und einmal gefallen. Und jetzt gibt es die Welt nochmal. Ah, jetzt kommt er hier auf diese Drehzahl. Und jetzt ist er ein Zweizylinder, die anderen das waren Einzylinder. Und hier unter der Haube, da qualmt es und fischt es. Eine ganz heiße Technik, die
diese super Standardfahrer. So, Berlin. Überreichen wir ihm, das kann ich jetzt schon einmal sagen, der Melanie Meyer und ihr Team. Könnt ihr ruhig anmelden. Geht mal alle davon hin. Danke Sie. Ja, das soll so ein Dankeschön sein. Der Grund, warum wir diesen Pokal verleihen geben möchten, ist der, wir haben aus allen Nutz des Staatenkunden heute einen speziellen ausgesucht. Warum wir den ausgesucht haben, möchte ich auch ganz kurz sagen. Und zwar, die Melanie hat zum ersten Mal heute überhaupt einen Lauf zur deutschen Meisterschaft gewonnen. Es gehört wahnsinnig viel Mut dazu, für einen 14-Jährigen sich hinter einen Motor zu setzen, zu stecken, ihre Wege in ihrem Training und ja, so ein Ding zu fahren. Sie hat heute zum ersten Mal gewonnen, überhaupt zum ersten Mal in der Saison. Und der Pull war so gut und durch diesen Reifenwechsel, diesen Gegensatz überhaupt, den sie entwickelt haben. Deshalb, aus diesen vielen Gründen, haben sie diesen Pokal bekommen. Dieses Team Meier. Der Preisklasse, Harald. Mit der Preisklasse. Ohne Gartenpulling dieses Jahr in Deutschland. Freue mich, dass Sie dabei gewesen sind, dass Sie zugeschaut haben. Jetzt gibt es noch einen ganz speziellen Pokallauf hier, nämlich den Krummen-Nippon-Pokal. Stimmt das? Habe ich das richtig gesagt? Was beinhaltet das? Guck mal, für Kinder gemacht. Ja. Das ist gut. Das
ist ein Würfel Stoff gelaufen. Was hier, Little Help. Weiter mit der freien Klasse 3,5 Tonnen. 9 Starter haben wir dort, also jede Menge. Für viele hier in Holzweiler dürfte das ein neues Fahrzeug sein. Der heißt Clueless, ist aus den USA ganz frisch importiert. Ein Allison Jagdbomber Motor mit 12 Zylindern, 28 Liter Hubraum ist aufgebaut. Und das Besondere an Clueless: der Allison wird aufgeblasen mit 2 Abgas-Turboladern. Normalerweise hat man ja einen Höhenlader da vorne vorsitzen, aber der wird höher aufgeladen mit eben diesen Turbos. Jeweils 6 Zylinder, 1 Abgas-Turbolader. Wie viel PS der nun hat, das weiß kein Mensch. Und jetzt bin ich gespannt, was der Hubert Keller vom Traktor-Kollektiv im Allgäu alles anstellen. Hier kommen Sie, Clueless und Hubert Keller. Schon genau das Richtige, nämlich applaudieren, obwohl dem Stefan Kuhn ein Flug ist. Ein Hinterriff, die Flüge ist nicht dabei.
Motor. Gefahren von einem Diesel. Die Tor ist das andere. Aus jeder Menge Hubraum holen. Aus Elfenmotoren. Diese Tor müssen Sie sich erst erkennen.
Unser Bahnkommissar
darf ich gar nicht so ganz genau hinschauen. Und zu sagen, Armaturen und alles Mögliche. Aber ein Navigationssystem. Das ist einfach mal nach Hause gefahren. Gut. Ich weiß nicht, Günter Wahls war das. Im Jahr 2000 in den 350er Standard. Das ist der Andreas Gillian aus Mannheim. 10 Jahre alt, er kommt aus Mannheim. Ja, gut, kann ich auch selber schlecht sagen. Unser Mann Hermann und Königsburg hinter dem Platz mit der Rennmacher Mini Power bei Kawasaki mit dem Fahrzeug. So, der zweite Platz. Danke, Fabio Louis. So, und jetzt kommen wir zu unserem deutschen Meister. Fragen? Die Leute sind sich so ähnlich, dass sich das Daniel sehen muss. Er hat eine Jury gefahren, in Deutschland Meister geworden im Jahre 2000. Guck, da kann das ausweichen. So, jetzt hat der zweite Platz, unser Lady Sauer, in Panamon. Seine Traktor, den Jäger, ist ein guter Kollege von dir.
Ey, da weißt du, du wärst auch auf meinem Dorfkinder Ich darf mich noch einmal bei euch bedanken.
einen Lauf zur deutschen Meisterschaft Platz 1 gelegt hat, dann ist er damit qualifiziert. Also, das, was wir heute sehen, sind die Siege der Läufe zur deutschen Meisterschaft des Jahres 2000. Alle Sieger treffen in dieser Klasse aufeinander. Und wer hier heute siegt, ist deutscher Meister in dieser Klasse. Das ist es, was wir jetzt hier zu sehen bekommen. Und der erste ist gleich vom Traktor-Pulling-Team Allgäu. Und auf dem Traktor sitzt Nippel. Der Nippel. Ach so, der Nippel, ja. Gut. Und los. Der Jochen Graf. Der Jochen Graf. Ja. Ja, und liebe Zuschauer, das ist ein Traktor aus der ehemaligen DDR. Der hört noch beim Erich Knurfen sollten. Es ist immer noch der Autoschlüssel abzuholen. Und spätestens heute Abend hat der Mann den Auto aus CAA-Rausgekommen von dem Abend. Zum Traktorfolie der Matschala weiß ich nicht mehr, man nur zu hören. Und das sind sehr viele Ehrenamt, weil der Einsatz nicht nur schon nach der letzten Veranstaltung ist die nächste, sondern heute sind auch etliche Leute, die hier aktiv mitmachen, ehrenamtlich unentgeltlich. Viele Leute sitzen heute am Vorfall hier im Einsatz. Denn bei den Holzschwaller hat die Förderklasse große Tradition mit Rückwand, zwei leuchtenden Daumen beim Schauen aufs Dach. Danke, Harald Weitermacher. Eine der
Zylinder. Ja!
Start angesagt, während er hier von Haus aus vorn frei hat. Jochen Gahr. Yeah.
Das ist nicht mehr normal. Leute, 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 Leute. Das hat sehr viel Zeit in Fahrt gemacht. Thank you.
und natürlich auch den Reifenfachhandel. Also, Reifen hoch. Oh.
dann sind wir auf einen zweiten Lauf. Und dann sind wir auf den zweiten Lauf. So, alle anderen haben die Ölzone außen. Ariel, Harald Nord. Und die Verkauf 1. Nein, doch nicht. Irgendwas. Kommt den Gang nicht rein. Wie sieht's aus? Der nur steige. Ja? Ist noch was zu mitmachen, die meisten kennen ihn schon. Heute viele waren wieder im Studio. Und auf die CD ist bald wieder an. Ziehen Sie mal ein bisschen die Power an.
Gas. So, liebe Zuschauer, der rote Fox von Junior.
Ich gratuliere allen drei deutschen Meistern im Namen der DTTO ganz herzlich, vielen herzlichen Dank, dass Sie in dieser Saison dabei gewesen seid. Reden wir nochmal rum, dann applaudieren wir nochmal für alle drei deutschen Meister. Ganz herzlich! Der Junior vom Joker-Team aus der Nähe von Seifertshofen. In dieser Saison neu aufgebaut aus alten Teilen, älteren Jokers und ich glaube ein Motor vom Museum. Ja, und von der Erste, wer war das? Manfred Zimmermann, glaube ich. Der will dem jungen Gemüse jetzt mal zeigen, wo es lang der Motor wieder fest ist. Sie haben das Lagerspiel in der vergangenen Woche. Irgendwie. Wie ist der Chef von das Ganze oder wie? Fühlt er die Leistung noch ein oder was ist das? Okay. Die Abstimmung ist anders als vorher. Dann wollen wir mal sehen. Wieder aus 5 Zylindern anstelle von 8-1. Der Bruder von Helmut Schwarz kommentiert es. Das war sein Kommentar. Über die Bahn geht's. Und vorher kommt sicherlich noch einiges an anderem Material in Form von schön. Ja, wir haben ihn dieses Jahr noch nicht vom Bremswagen gesehen. Jetzt heute hier in Holzweiler zum ersten Mal am Start zum Ausprobieren. Der Nightmare. Ein Chevy. Fuß nach vorne drauf, sein Dienst. Hinter der Fahrer sehr eingängig. Dass er so mächtig blubbert und dann ausgeht. Ja, vielleicht hat er nur ein bisschen, dürfte eigentlich ein Problem sein für die Bergestepper.
Und dann hier dran. Okay. Ein bisschen nervös, ganz klar, wenn man länger nicht gefahren hat, das Fahrzeug neu aufgebaut wurde, ist das immer so ein Spiel. Funktioniert nicht, keiner weiß es genau. Hier ist jetzt die Jenny. Mal, der Motor nahm nicht richtig Gas an. Drücken wir in die Daumen, dass das jetzt besser funktioniert. Hier kommt die Jenny und T-Rex. Sag nochmal, Raphael, du bist gerade so schön dabei, willst mir was erklären? Sag's vielleicht mal den Zuschauern. Also ich habe Ihnen schon erklärt, dass der Traktor umgebaut wird. Ja, wir wollen den Traktor mal drauflegen und den zweiten Motor dieser Art verpassieren. Wir haben jetzt 40 Kilo Untergewicht, das ist nicht der Titel des zweiten Motors, aber wie wird es gehen? Wie das heißt, wo er steht, seit 14 Jahren? Fahrer oder Fahrerin. Sollte man dann lieber sein lassen. Stattdessen sollte man Wasser trinken und ein Mini fahren müssen. So, das war die Ding.
optimal läuft. Immerhin, es war ein Anfang. Vorne kann ich mich nicht erinnern, dass ich sie gesehen habe. Ach, Udo Reyers, ja. Liebe Zuschauer, das ist der Mann von der Bärbel, die den Diablo fahren. Und ich habe mal einen Trinken und bekomme dafür aber jede Menge Milch eingetrichtert. So ähnlich hat sich der Sternmotor gefühlt. So könnte man das nicht. Gut. Aber das ist für euch kein Problem, wir müssen wieder hier in die Reihe bekommen. Und dann sehen wir euch nächstes Jahr wieder. Super, gut. Schon eine ganze Ecke weiter als Manfred Zimmermann. Vielleicht noch ein paar Daten zu diesem brandischen Motor, zu diesem Flugzeug. Er hat eine, das ist wirklich etwas Einzigartiges in Deutschland, der einzige in Deutschland. Ja, und dann das Ganze aufgeladen mit dem Lower Leistung sicherlich an die 2000 PS. Er braucht eine harte, eher feste Bahn. Ja, eine griffige. Und wenn man dann nur einen Gang zur Verfügung hat, dann mehr. Das könnte bedeuten, dass der Tunnel
Straße nicht anders. Davon man sich gehört. Thomas Zimmermann, Nerven drauf, ey. Keine Sie. Thomas Zimmermann mit dem Joker auf Platz 2. Jürgen Weibel, Mr. Rabbit, Weite 77,
Zuschauer hier deutlich, gerade vor ihren Augen auf dem Start, auf dem Stillstand, in Hitzsekunden über die 100 Meter Marke bewegt. Jetzt der erste Doppel, der an den Start. Century Fox. Uli Kropp aus Nottingham. Und jetzt. Ganz viele andere Sachen fallen mir im Moment nicht ein. Wir checken es durch, vielleicht können wir ja noch angehen. Auf Platz Nummer 3, Gerd Wagner mit dem Christoph.
Platz Nummer 2 in der deutschen Meisterschaft, 5,423 Lappe, Ulrich Kopp, Telefon Kopp. Stehen. Ginny, gefahren von Levin Smartmann. Okay, ich habe schon gesehen, Levins ist daneben. Das heißt, Sie können nachschauen, die Verbrennungstemperatur, Abgastemperatur und alles Mögliche und können so genau sehen, aha, wir müssen also hier noch ein bisschen was verändern, da noch ein bisschen was verändern, hier, das ist optimal, das lassen wir und so weiter. So haben Sie dann den Motor sehr, sehr schnell. Ja. Im Steuer Stefan Eggenberger, den Namen haben einige wahrscheinlich schon gehört vom Cent Team. Der Cent allerdings ist in diesem Jahr ein klarer Fall und auch der wird hier mit Alkohol befeuert. So, jetzt muss er nur genügend Gas geben, Ladedruck aufbauen. Der Stefan Eckenberger. Thank you.
der Michael Clemens. Was habt ihr mit eurem New Orleans gemacht? Ja, man muss ja doch mal versuchen zu sehen. Ja, jeder, der den ganzen Tag hier redet, jetzt sind wir mal welche reden. Ich will aber jetzt von euch einen Applaus für den Fiat-Super Agni. Und zwar Scholz. Ja. Schade, das ist viel von dir. Und ganz schließen wieder einen Applaus an. Ich weiß nicht, ob er heute einen gekriegt hat hier. Der redet. Okay, der Martin drückt mir jetzt natürlich die Daumen. Nachdem wir ohnehin hier keine Chance wahrscheinlich mehr auf den zweiten haben. Der muss steigen, ne? Der muss
Mann hochgehen, aber er muss auch noch lenkbar sein. Mit der Lenkbremse. Was war's schon? Ich wollte es in Deckung gehen. Was die Jungs haben wollte. Ein kaltes Engel, einen Mann aus Norwegen, der sich den Wagen ganz genau nachbaut und so, so muss ich sagen, einen zweiten Killer aufbaut. Dann reichten anscheinend die Pfeile nicht so ganz aus, ist selbst noch nicht genau. Im Moment sieht es wieder nicht danach aus, dann sah es mal wieder nach aus. In Deutschland ein Team geben, das mit vor 8 Motoren wieder freien fährt. Und wahrscheinlich. Was meinst du? Hans Tanz? Ja? Noch gewaltig Erde vor die Gruppe und zu Leute, die Oberfläche der Bahn ist relativ weit, relativ weit. Ja. Es gibt solche Bahnen, es gibt solche, da müsste quasi für jede Bahn ein eigenes Paar hin. Okay, sie kommen also weiter.
beide zu dir hier hoch und lasst irgendeinen anderen den Panzer aus der Bahn fahren. So, und hier auf der Seite ist dann Haus, die Abgasseite für Sie, das Bahn. Okay. In der Tageswertung erlangt. Hier ist sie, Margaret Kaiser, Screaming Battle! Marco van Harten. Und Marco van Harten ist der Fahrer des IHCs. Auf Platz 1 der Tageswertung. Hier ist er. 109 Meter. Die sind es wieder. Thank you.
Wir können sehen, es gibt Probleme, da jetzt der Gang ausgesprungen ist oder ähnliches. Ist noch nicht heißer. Da schien die Sonne in dieses Stadion hinein, da ging kein Wind. Da war es tierisch heiß. Liebe Zuschauer, ja? Ja, das im ersten Versuch, der 5-4, wir erinnern uns, da hat er diesen Fatfire. Im letzten Motor, ich glaube Century Fox.
Vielen Dank, Bernd, dass du dieses Jahr dabei gewesen bist. Und es kommt hier noch einiges. Hier steht noch.
Dann sind wir fertig hier. Stephanie, die den Pokal übergeben.
aber auf Platz Nummer 2. Zweiter Platz, Konrad mit dem Fox aus Seemark. Und den Pokal übergibt die Christina. Also, und wir haben die ganzen Gesichter überhöht. Auf Platz 1. Hier kommt er, Paul Heistermann. Karl kommt er von der Daniela. Es ist heute eine gute Tradition, dass ein Pokal vergeben wird für den schönsten Pool des Tages. Da hatten wir mal wieder die Aufgabe, den Pool zu bestimmen. Und da ist mir persönlich ein Pool aufgefallen, sowohl der Pool des Sieges, als auch der Pool der abschließenden Schächte in der 3,5 Tonnen Superstandardklasse vom Hardout-Segelteam aus den Niederlanden. Und ich finde, wir haben diesen Pokal dieses Jahr verdient. Hallo Siegel, schönster Pool, Rockmann der Wahl. Des Tages und dann auch noch Premiere für ihn hier. Er hat von mir zum ersten Mal gefahren. Genau. Und hat auch Siegel getan. Und überhaupt, der Kampf war so schön präpariert, so schön direkt gemacht. Es verdient einfach einen solchen Pokal. Also, ganz speziell für euch, herzlichen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Hoffentlich kommt ihr nächstes Jahr oft nach Deutschland und zeigt uns die Sprache. Ja, Sie haben gewinnt. Zeigt euch nochmal den hier drüben. Mit Martin Ottas. Das einen Neubau in dieser Klasse an den Start gebracht hat, gleich damit auf Platz 2 gekommen ist. Kein geringerer als das Challenger-Team. Steuert meistens die Fahrt von jedem Mann hier, Enrico Vollertuch. Und jetzt habe ich die Ehre, hier ein Mann zu werden, der in der letzten Saison geehrt wurde, der über die Saison hinaus geehrt wurde. In der 5,4-Tonnen-Klasse Deutscher Meister, letztes Jahr ein weiterer Klasse Deutscher Meister und dieses Jahr wieder Paul Heistermann, die Kerl! Ich gratuliere allen drei Meistern im Namen der DGTO ganz herzlich. Dankeschön. Hat mich gefreut, dass ich dieses Jahr wieder die Co-Kommentation übernehmen durfte. Freue mich aufs nächste Jahr. Auf Wiedersehen.